Die Orgel in der evangelischen Kirche in Stammheim ist in ihrer heutigen Form die älteste im Dekanat. Sie stammt aus der Werkstatt von Johann Friedrich Süher und wurde 1750 gemeinsam mit der Kirche gebaut. Im Laufe der Jahrzehnte wurde die Orgel umgebaut und zwei neue Register und damit weitere Pfeifen ergänzt. Außerdem mussten Pfeifen im Krieg an die Armee des Kaisers abgegeben werden. Bei der Restaurierung 2006 wurden die Pfeifen wieder ihrer ursprünglichen Position auf dem Pfeifenstock zugeordnet. So klingt die Orgel heute wieder wie bei ihrer Erbauung 1750. Die übrigen Pfeifen, die nicht mehr zur Verwendung kamen, wurden aufgehoben.